Okay. Gas. Panik! Kam die Erinnerung? Nee. Nee, Atmo-Version ist es nicht. Hier. In 7 Tagen. Hä? Ach, stimmt. In 7 Tagen ist es dann erst. Ja, okay. Ach, stimmt. Ich bin noch neu mit dem Timer. Heieiei. Aber wir können das trotzdem erstmal jetzt machen. Den schon mal in die Richtung schicken. Und dann können wir in Ruhe mit Eve auf Eve landen. Dann landen wir in der Folge jetzt auf Eve. In der nächsten dann auf Duna wahrscheinlich wieder. So, hallo. Schönen guten Tag. Das ist ja jetzt erstmal das Manöver, was uns Richtung Duna schickt, genau. Und sich zentrieren. Kann ich bitte bei diesem Manöver noch etwas hinzufügen? Wo ist der Manöverpoint da? Nein, ich will bei dem Manöver bitte etwas hinzufügen. Dieses Home Transfer, einfach rein. Das ist so, what the fuck? Nein, please, no. Alter. Okay. Ich denke, das sollte passen, oder? Ja, komm. Will ja auch nicht bei Ike da irgendwie in die Atmosphäre. Auf Ike den Rover absetzen wäre aber auch geil, ne? Vielleicht schicken wir dann noch einen Rover nach Ike. Und noch einen nach Dres und nach Moho. Wenn der Rover prinzipiell funktioniert, ja. Ich hatte noch ein Wissenschaftsgerät, was auch so Bodenanalyse macht. Das habe ich vergessen mit dran zu packen. Okay, aber ich denke, so können wir es anbieten. Execute next node. Ich glaube, so können wir es anbieten. So ist gut. So passt das. Wir bleiben gleich mal hier und ziehen das so durch. Ich mag Duna. Ich mag auch den Mars. Ich weiß auch nicht. Er hat so was Mystisches mit diesem roten Schimmer. Diesen rot-orangenen Schimmer. Faszination Mars. Vielleicht mag ich auch nur das Dune-Universum. Kann auch sein. Woran es liegt, weiß ich nicht. Irgendeinen Grund wird es haben, dass ich das so mag. Solche Planeten. Das hier. Das hier. Was? Warum ist das schon wieder hier? Erinnerungsdatum, Duna. Ja, löschen. Nun ist durch. Ist alles gut. Njong, njong. Dieses Teil hier triggert mich. Ich weiß, dass der hier, dass das der von hier ist, aber dieses Njong, njong. Alter. Hör auf damit. Bitte mach das nicht. Gut, dann bremsen wir hier ab. Ich würde auch von hier nochmal Sprit da reinpacken und dann einfach damit abbremsen, glaube ich. Ich denke, das werde ich tun. Wir machen hier ein Manöver und dann pumpe ich so viel in die zu der Engine noch, dass es ausreicht für das Bremsmanöver. Wenn ich dann einmal hier im Orbit bin, kann ich ja auch dann mit der Düse den Rest machen. Das ist ja dann egal. Aber dass wir schon mal das abgebremst haben. Ja, Ike. Oh, also ein Rover nach Ike, Rover nach Moho, Rover nach Dres. Oh Gott, wie hieß gleich der Mond von Eve? Da brauchen wir auch noch einen Rover hin. Also bei der Größe, die die haben, würde ich mal vermuten, dass das Konstrukt, was ich jetzt habe mit den Ländern, dass das da ausreicht, würde ich mal vermuten. Also gehe ich mal von aus. Ich würde diese Monde hier würde ich so ein bisschen eher einschätzen wie Minmus, nicht wie Mun. Aber man kann sich täuschen, ne? Wenn ich die einschätze wie Minmus und einer hat dann so die Gravitationskraft von Mun und ich bremse falsch, dann jage ich da rein. Aber mal gucken. Okay, also können wir da auch nochmal Rover hochschicken für die ganzen Monde eigentlich. Ich meine, dann überarbeite ich nochmal das Rover-Ding, also nochmal mit dem Wissenschaftszeugs, weil auf den Monden waren wir ja noch gar nicht. Das heißt, da kann nochmal alles ran. Da können wir an die, an die,
an den Länder auch wirklich nochmal alles ranpacken an wissenschaftlichen Stuff. Ne? Weil da können wir ja nochmal orbitmäßig ja auch nochmal Zeugs machen eigentlich. Da wäre es aber vielleicht gut, dass ich dann auch erst hier so bremse. Also um Duna oder halt um den Eve dann und dann erst guck, dass ich zu dem komme. Wäre vielleicht leichter, obwohl ich weiß nicht, wie das Bremsmanöver ist, wenn ich jetzt an dem hier vorbeiramme und hier direkt bremse. Und nicht erst hier bremse. Ob das ein bisschen heftig, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig, weil ich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von außen komme. Wäre vielleicht gut, wenn ich erst hier bremse und dann zum Mond gehe. Ich meine, ich hab ja dann im Idealfall hier genug. Ha, muss ich mal gucken. Irgendwie kriegt man das hin. Oder schicke ich den jetzt gleich nach Ike? Nee. Nee, oder doch? Nee. Aber cool wär's. Warum taucht hier noch nichts auf? Na gut, die taucht wahrscheinlich erst dann irgendwo hier unten auf, ne? Bei so 50 mehr die Sekunde oder weniger wird das erst auftauchen wahrscheinlich. Wenn man auf sowas wartet, dass die Linie hier langsam mal irgendwo auftaucht, ne? Und sie taucht einfach nicht auf und du weißt so, es wird immer weniger, es wird immer weniger, aber sie taucht nicht auf. Scheiße. Ich hasse sowas. Ja. Hallo. Hallo. Also die müsste ja eigentlich irgendwie auftauchen, weil. Ey! Hallo? Ah, da. Oh. Ich wollte sagen, wo bleibst du? Ja, das ist Ike. Wir hätten direkt zu Ike gekonnt, ne? Okay, perfekt. Das sieht solide aus. Das kann man machen. So. Ich würde halt auch gerne vielleicht, wenn das richtig geil läuft, würde ich vielleicht die Sonde, also den Lander, wieder nach oben schicken. Dann hätten wir hier oben, das erste Mal auch einen Satelliten. Das wäre vielleicht ganz nice. In 304 Tagen. Alles klar. Dann können wir erstmal komplett in Ruhe. Können wir komplett in Ruhe erstmal das Eve-Ding jetzt machen. Nein, Ike. Ike trifft man echt schnell, muss ich sagen. Guck mal, auf 400, das ist halt nix eigentlich, ne? Ja, guck mal, da pumpt man noch was rüber. Das reicht. Dann machen wir das alles mit der Stufe einfach. Zack, zack. Ich mache ein bisschen mehr rein, sicher ist sicher. Ich will es aber schon symmetrisch machen, nee, dass das Ungleichgewicht entsteht. Das heißt, ich pumpe das alles aus denen hier raus. Geh mal rüber, bitte. Dann sind wir hier bei knapp 1000. Zum Bremsen brauchen wir knapp 500. Für hier passt, läuft. Ist okay. Also, in 304 Tagen. Okay. Erinnerung. Das Manöver machen wir bitte. 4 Tage vorher. Okay. Rover MK3. Duna. Bremsen. Erinnerung erstellen. Sehr schön. Läuft. Es läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Sehr nice. Ich werde dann später hier nochmal einfach ein bisschen rumgucken und Pläne machen für die ganzen neuen Missionen jetzt. Weil jetzt so den ganzen anderen Planeten und so würde ich halt auch gerne einen Rover hinschicken. Da würde ich dir nochmal ein bisschen noch mehr ranpacken halt. Noch ein paar wissenschaftliche Sachen ranpacken mehr. Das Ding ist, die ganzen Monde werden keine Atmosphäre haben. Ich glaube, Dres hat keine Atmosphäre. Mu hat, glaube ich, auch keine Atmosphäre. Also brauche ich da jetzt bestimmte Sachen. Wir haben übrigens wieder 1000. Ja, 1800? Ach du Scheiße. Take a picture of Gilly. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist easy money. Das ist legit easy money. Ist Gilly nicht? Gilly ist der Mond von Eve, oder? Jetzt, wo ich den Namen höre? Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Oder? Ich sehe es gleich, warte. Ich sehe es ja gleich, ich sehe es ja gleich, ich sehe es ja gleich. Können wir mal hier ganz kurz schon wieder 31 unbekannte Objekte? Wo denn? Warte, 31 unbekannte Fragezeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ich sehe 6. Wo sind 31? Hä? Ich werde die auch alle einfach jetzt mal schnell. Ich hoffe, dass ich irgendwie das erkenne, wenn das ein Komet ist. Also ich glaube nicht, dass hier irgendein Komet dabei ist. Das wäre ein bisschen gigantisch. Guck mal, AST heißt bestimmt Asteroid, ne? AST ist bestimmt Asteroid-Kennzeichnung. Ah, da ist nirgendwo ein Komet dabei. Ne, da ist nirgendwo ein Komet dabei. Ich denke, das ist AST, ist dann die dementsprechende Abkürzung. Alle kommen so dicht dran, ne? Schon ein bisschen crazy. Ja, die Asteroiden blocke ich jetzt alle mal raus hier. Fragezeichen nehme ich aber gerne. Das ist so aufgeräumt auf einmal wieder. Rover-Sonde MK3. Nee. Hier. So, Freunde. Jetzt geht's los. Drückt die Daumen, dass wir auf Land landen. Drückt die Daumen, dass wir auf Land landen. Ich bitte euch. Ich würde sagen, wir sneaken uns noch ein bisschen ran, oder? So ein bisschen sneaky, sneaky. So step by step noch ein bisschen Richtung. Ich liebe diese pinke Atmosphäre einfach, es ist so schön. Das brauchen wir erstmal jetzt nicht mehr. Blink dich mal bitte aus. Was ist das? Baldur's Gate? Was? Wie? Wo war das? Hä, wo war bitte jetzt? Gedi, ja doch, so sein Mond. Hehe. Wusste ich's doch. Gilly hat keine Atmosphäre, oder? Gilly, mein Freund, lass dich kurz mal betrachten. So einfach lässt er sich gerade betrachten. Da hinten irgendwo, hier. Irgendwo Dries. Riesig, gigantisch. War das bei Dries gerade mit dem Baldur's Gate? Das war der Richter. Das könnte Richter gewesen sein. Hat der einen Mond? Dresen Mond? Da taucht der nächste auf. Okay. Egal, komm, ich konzentriere mich. Also. Ich würde schon auf der Tagseite landen wollen. Hier unten wissen wir, das ist ein Riesensee. Ich weiß auch nicht, wie riesig der ist. Ich würde einfach sagen, wir spotten direkt hier rein, oder? Kann ich hier reinglitschen und kann hier gucken, ob hier irgendwo Land ist? Hallo? Ist hier Land? Oh, ist das creepy. Oh, nee. Da wird mir ganz komisch. Das lasse ich lieber. Könnte ich vielleicht ein bisschen cheaten? Warte mal. Oh, warte mal. Ich überlege, ob ich gerade cheaten kann. Aha, ich kann cheaten. Ich sehe es nicht. Scheiße, ich wollte cheaten und kann es nicht sehen. Flachland. Warte. Das ist nicht. Ach, Mann, in der Fresse. Hochland. Was steht da? Gewässer. Was steht da? Ich kann's halt. Okay, warte hier. Hochland. Binnenland. Hochland. Vogelbürge. Spitzen was?
Die Sache ist, kriegt MacChap das hin überhaupt, da zu landen? Das Problem ist, da war halt wieder Gewässer, ne? Gebe ich MacChap die Chance, ist die Frage. Ich mach's, glaube ich, selber. Ich traue MacChap nicht. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Nee. Halt. Ich lasse mal die goldenen Tanks noch voll, aber ich glaube nicht, dass ich es noch brauchen werde. Weil ich werde die nicht benutzen können, solange das hier ist, obwohl das halt Bullshit ist, aber... Ich probiere mein Glück, ey. Ich werde hier so ein Manöver machen. Wo habe ich den Point gesetzt? Du siehst das nicht, das ist irgendwie hier, ne? Ich mache das so hier. Oh Gott, 80 ist vielleicht ein bisschen too much, Freunde. 82? Klingt gut. I don't know. Oh, ich habe Angst, ey. Die Atmosphäre macht mir halt wirklich Angst, ne? Bin ich ehrlich, die Atmosphäre macht mir wirklich sehr Angst. Ich kann es nur probieren, ich sehe es halt nicht. Und ich weiß nicht. Also, in Atmosphären zu landen ist vielleicht nicht so geil für MacChap. Ich weiß es nicht. Ob MacChap das hinbekommt. Kriegt der das? Ich würde gerne einen Test machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt hier. Also, ich würde gerne mal testen, ob MacChap das eigentlich hinkriegt. Ist die Frage, soll ich es selber machen oder soll ich einfach sagen, MacChap, mach mal? Oh Gott, ey. Hier steht da aber nirgendwo, dass das MacChap Dings benutzt, ne? Also hier den Hitzeschild. Deploy Hitzeschild. Ach gut, das ist ja wieder so ein Hitzeschild, den der wahrscheinlich nicht kennt. Ich mache das selber. Ich mache das selber und das wird wahrscheinlich der größte Fehler überhaupt sein. Ich lande wieder im Wasser, ich weiß es. Ich könnte maximal den Rover vorher irgendwie abknüpfen dann oder so. Ein Rover überhaupt auf Land zu bekommen, wäre halt schon, das wäre halt so toll. Na komm, wir probieren's. Was soll schon schief gehen? Bis auf das alles explodiert und dann alles am Arsch ist, aber... Ich lasse es MacChap machen, dann kann ich sagen, MacChap ist schuld, wenn's schief geht.
Kleiner Nikola, ey, das halte ich sonst ohne Zuckerwasser nicht aus. Das ist so ein Druck, so ein Stress. Mädchen, machst du was oder machst du nichts? Okay, du machst was. Es geht los, Leute. Es passiert. Bitte lass da Land sein. Bitte lass da Land sein. Please lass da Land sein. Bitte lass da Land sein. Komm zum Ende. So Angst, ne? Ich hab richtig Pammel. Scheiße. Das schafft auch nur Eve, ne? Das ist so ein Ding, das schafft, finde ich, nur Eve. Vielleicht gibt es noch eins, Werner, die es auch schaffen, aber Eve schafft es definitiv richtig krass immer wieder. Ich warte mal noch ein bisschen, bis... So gut aus. Bis der Zeitraffer aufhört, dann weiß ich ja definitiv, dass es innerhalb der... Da sieht das gut aus. Hallo. Das wird gut gehen. Das wird funktionieren. Ich habe volles Vertrauen in meine einschätzerischen Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Ich rede nur, um mich zu beruhigen. Das ist so doof. Komm. Wenn ich sehe, wie das auf Boden gestellt ist und hier ständig hin und her swiped, ne, weil da ständig Wasser kommt, dann wieder Boden, dann wieder Wasser, dann wieder Boden, dann wieder Wasser. Oh Gott, ey, das macht mich kirre. Hör auf damit, Spiel. Eve, hör auf damit, bitte. Bitte hör auf. Es ist genug, es reicht. Das Ding ist, ich kann halt keinen Heartbreak machen und dann einfach so quasi so mäßig runterfallen. Weil dann wird das, dann gehe ich so schnell in die Atmosphäre, das wird so heiß. Das wird halt so kritisch dann. Ich kann nochmal was ganz kurz gucken. Pick Target on Map. Wäre denn hier so Binnenland? Das wäre vollkommen okay. Ich kann das so ein bisschen vorab checken. Da habe ich gerade ein bisschen gucken können. Ich überlege, ob ich nochmal bremsen sollte einfach und versuche irgendwo hier jetzt runter zu gehen, weil hier war, glaube ich, gerade Binnenland. Das klingt nach Wasser. Kürbeln? LOL. Davon muss ich kurz ein Foto machen, das ist cool. Müsste das nicht gleich umswipen? Darauf setze ich die ganze Zeit. Bei 100, oder? Bitte. Das ist mein einziger Indikator gerade. Getan. Alter, gib mir.
Pump auf, Pump auf, Pump auf. Oh Gott, ey. Okay, 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 okay. Das wird. Da, da ist Land. Da, da, da sind noch Berge. Da sind Berge. Da sind Berge. Ich sehe Berge. Oh. Okay, 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 okay. Jetzt wird's funny. Das wird widerlich. Das wird sehr ungeil. Das sind, glaube ich, auch gerade Berge gewesen. So, habe ich halt irgendwie gedacht. Da sind Berge, da sind Berge. Achso, ich sehe hier gerade. Da sind auch Berge. Da. Da ist ein Berg, da ist Wasser überall. Oh, bitte lass mich hier im Wasser landen. Please, Spiel. Bitte, ihr Gaming-Götter, bitte lasst mich nicht im Wasser landen. Ich flehe euch an. Ja, jetzt sind wir auch definitiv drinne hier. Wird ein bisschen rot, oder? Wird der heiß? Ich glaube. Okay, es sollte aber gut geschützt sein, denke ich. Hoffe ich. Das sieht sehr gut aus. Hier ist überall Land, oder? Das sieht flugbahntechnisch sehr nice aus. Ja, wir bremsen schon. Definitiv bremsen wir. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern ab jetzt. Das heißt, ich gucke gar nicht, wo wir landen. Wir machen einfach. Wir bremsen auch schon hier. Ich halte so richtig den Atem an gerade. Ich bin so. Das Problem ist, ich glaube, wir treiben noch mal raus. Kann das sein? Ich glaube echt, wir treiben noch mal raus, ne? Hier ist überall fucking Wasser. Bitte lass mich noch mal raustreiben. Bitte lass mich noch mal raustreiben. Ich will hier nicht landen. Wobei, doch, doch, da, 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 da will ich landen. Also nicht da. Nicht hier. Oh Gott, hier ist überall Wasser. Hier ist überall Wasser. Scheiße. Wie wenig Land hat Eve denn auf einmal? What the fuck, hast du schon immer so wenig Land, Eve? Was ist los mit dir? Nein, wir werden landen. Wir werden definitiv jetzt landen. Boah, das sieht nicht gut aus, wenn ich das hier sehe. Hier ist vielleicht ein bisschen was. Hier so Berge. Oh Gott. Ich hab Angst. Ich würde gerne das hier noch abpumpen jetzt eigentlich. Das wäre jetzt irgendwie lieber. Oh, shit. Es ist alles voller Wasser. Boah, ich darf nicht hingucken. Da hatte ich ja damals mit der ersten Sonde, dort wo die gelandet ist, noch richtig Lack eigentlich, dass das Land quasi 5 Meter daneben war. Das war ja wirklich nah. Das hier ist ja jetzt. Oh, scheiße, jetzt geht's los. Oh nein, es geht los. Es geht los. Da ist eine Insel. Da hinten kommt Land. Bitte. Please, Spiel. Lass mich noch ein bisschen. Kleines bisschen. Komm, schaut, komm, schaut, komm, schaut. Stückel noch. Nicht hier. Oder hier. Entweder direkt hier oder da hinten. Da hinten, wo Land ist. Nicht hier. Hier ist ein Ozean. Nicht im Ozean. Gott, spiel bitte nicht im Ozean. Ich flehe dich an, nicht im Ozean. Also ich wollte ja noch wissenschaftliche Daten machen, ne? Das ist jetzt auch schon wieder durch. Oh, okay. Ja, aber ja, das geht ja nicht. Das geht jetzt auch nicht. Das geht auch alles nicht. Ich hätte dazwischen noch irgendwo was gepackt eigentlich. Ich weiß es nicht. So viel hatte ich hier gar nicht, leider. Oh scheiße, ich sehe Feuer. Ja, ja, ja. Dezent, dezent. Dezent, da ist alles von der Ozean. Oh Gott, wir landen im Ozean. Das kann ich jetzt nicht machen, dann fackelt mir die weg. Das wäre doof. Seitlich hätte ich auch nichts mehr angebracht, ne? Die meisten sind halt für unten gedacht, die meisten wissenschaftlichen Sachen, die ich hier reingeschmissen habe. Ist ja nur.
Gott, ey. Das bremst. Heiß, 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 heiß. Wir gucken nicht nach unten. Wir gucken nicht, wo wir landen. Wir können es eh nicht mehr ändern jetzt. Wir gucken gar nicht erst. Es bringt nichts. Auch ein cooles Bild. Aber ich mag diesen Hitzeschild, mag ich gerade auch, weil du das so aufpumpen kannst und so. Der ist angenehm zu verbauen. Und dann hast du aber eine übelste Fläche, die das, was da schützt. Was halt echt gut ist. Guck, wie schnell wir immer noch sind, ne? Wie hoch wir immer noch sind. Aber was hier schon an Hitze gerade. Nein! Was zum Fick? Oh Gott. Oh Gott, please no. Bleib ausgerichtet. Kämpfe! Kämpfe, Roma, kämpfe! Oh Gott, nein, heißt nicht! Das brennt sofort weg. Oh Gott. Rover, du musst kämpfen. Kämpfe, Rover. Kämpfe. Du wirst leben. Oh Gott, du wirst leben. Du wirst leben. Bitte sagst du, dass du leben willst. Oh Gott. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Bleib standhaft. Bleib gerade. Sonst wirst du sowas von explodieren. Das Ding ist, das Erste, was explodieren würde, wenn ich das so sehe, ist halt die Antenne, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre gar nicht gut. Wobei, es wäre nicht so schlimm, weil ich hätte hier noch die hier. Oh Gott, komm, brems, 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 brems doch bitte. Please, bremse schneller. La, 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 la. Ich guck gar nicht hin. Oh Gott. Oh, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Es ist alles gut. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ich mache hier kurz die Räder. Ist invertiert. Okay, das ist toll. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben Wasser unter uns. Fuck. Wir haben Wasser unter uns. Kacke. That is a problem. That is a big problem. Ich lasse noch ein bisschen fallen, bevor ich den abtrenne, oder? Ich denke schon. Ich warte noch, bis ich hier die Dings aktiviere, bevor ich den abtrenne. Ich mache das mal von Hand. Wir lassen uns mal noch ein bisschen fallen. Nee, warte mal. Wir treffen eher auf Land als auf Wasser. Wir treffen eher auf Land als auf Wasser. Oh mein fucking Gott, wir treffen eher auf Land als auf Wasser. Das bedeutet doch eigentlich... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, habe ich echt Land getroffen? Ich mache jetzt mal so Kleinvieh und so. So Step by Step. Ich mache das, um mich selber zu beruhigen. Nein, es gibt mir diesen Scheiß. Oh, schön. Wir treffen eher auf Land als auf Wasser. Land ist bei 24,7. Wasser ist höher. Nee, warte mal. Ja doch, wir treffen eher auf Land als auf Wasser. Das heißt, es ist Land unter uns. Das wird mir eher auf Wasser treffen und nicht auf Land. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind echt auf Land. Oh mein Gott, wenn das wirklich funktioniert, wir sind auf Land. Holy shit, ich bin fertig mit der Welt. Jetzt kommen ja diese richtig creepy Wolken. Ich würde gerne ein Hitzeschild abwerfen, ich habe Angst, dass der dann so, dass es, weil der so extrem leicht ist, dass der uns wegklatscht hier. Ich habe Angst, dass der uns wegklatscht, darum lasse ich den mal ganz kurz noch dran. Ich mache noch ein bisschen Beruhigungstherapie, Fallschirme öffnen. Das ist eine total tolle Beruhigungstherapie. Kann ich nur empfehlen, Fallschirme öffnen. Richtig angenehm. Ich mache ja dann sowieso das hier, knüpfe ich ja eh weg. Das können wir uns hier schon mal so ein bisschen in die Ecke bookmarken. Das kommt dann gleich.
Guck mal, wann sich die Fallschirme eigentlich öffnen. Oh, da können wir den Rover echt benutzen. Oh mein Gott, das wäre so geil. Das wäre wirklich richtig geil, wenn wir den Rover richtig benutzen könnten. Das fände ich wirklich mega gut. Mir hat jemand geschrieben im Hintergrund. Wer hat mir den geschrieben? Ich antworte gleich mal. Ein Video kann ich jetzt nicht angucken. Okay. Kurz mal ablenken. Kurz mal einfach den Kopf freikriegen. Von dem Stress hier. Na, ich muss warten, bis das Ding da sich, bis die Fallschirme aufgehen. Mal vorspulen ein bisschen, ja, ja. Komm. Fliegen aber durch diese scheiß Wolken, die richtig creepy sind, immer noch. Hat sich nicht geändert, ist immer noch unheimlich. Immer noch richtig unheimlich. Alter, diese Schichten, ne? Müssen wir nicht da durch sein? So bei so 1000 oder 2000 sind wir durch, ne? Alter, wow. Oh!